Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir deine Monatslegung Februar 2021, Sternzeichen Wassermann, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Wassermann, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du diesen wunderschönen Moment mit mir teilst. Bitte nehme auch negative Sachen an. Gehe nicht immer direkt ins Gericht, gehe nicht immer direkt in diese negative Energien, gehe nicht immer direkt in die Konfrontation, sondern auch nicht auf Gegenwehr, okay? Es ist wichtig, dass euch allen bewusst wird, wenn in meinen Tarotlegungen negative Sachen aufkommen, ist es, weil eure Entscheidungen euch zu dieser Energie geführt haben, okay? Und das sich in meinem Tarot widerspiegelt, ja? Wichtig ist zu erkennen, eure Entscheidungen führen euch immer dorthin, wo ihr gerade seid. Trefft ihr falsche Entscheidungen, kriegt ihr die Ohrfeige des Lebens zurück mit gesundheitlichen Problemen, mit finanziellen Problemen, mit Liebesproblemen, mit Arbeitskonflikten, mit Konflikten intern und extern. Okay? Die Leute, die gute Entscheidungen treffen, die weise Entscheidungen treffen, die auch spirituell wachsen, auch persönlich sich entfalten, auch offen sind für die Spiritualität, auch offen sind für die Selbsterkenntnis, ja? Für diesen Entwicklungsprozess, den ich und viele andere Menschen auch auf therapeutische Art und Weise euch mit auf den Weg geben, sind sehr wichtig. Ja, deswegen, der Monat Februar ist für Wassermann ein Monat der absoluten Herausforderung. Die Energie, die Wassermann im Februar hat oder jetzt im Januar sogar schon hat, ist für viele eine ganz negative, toxische, depressive Energie. Verlassungsängste, Zweifel, Unsicherheiten, Affären, die nicht rundlaufen, Partnerschaften, die sich trennen, Kinder, die außer Rand und Band sind, der Hund, der auf einmal Flöhe kriegt, ja, was auch immer im Februar oder jetzt sogar schon vom Januar hin in den Februar reingeht, ja, ist für viele Wassermänner Konfusion ohne Ende. Schaut mal, wir haben hier als erstes die Synchronität, Aktion, Reaktion. Entscheidungen, gute Entscheidungen, tolle Ereignisse, negative Entscheidungen, negative Ergebnisse, ja? Synchronisiere dich mit dir selber, handle intelligent, verbinde dich mit der geistigen Welt, verbinde dich mit der Quelle Gottes in dir in Verbindung, gehe auch in die Petitionen rein, schaue über den Tellerrand hinaus. Wassermann, der Monat Februar wird eine Spiegelung deines jetzigen Seins, deiner jetzigen momentanen Energie oder auch schon im Februar eine Energie, die sehr negativ beladen ist, aber nicht, weil ich ein negativer Mensch bin. Leute, alle Kritiker, Beine stillhalten, okay? Das, was das Tarot hier sagt, ist nicht, weil ich ein negativer Mensch bin, sondern weil eure Energien euch dazu geführt haben, okay? Meine allerbeste Freundin ist Wassermann. Ich habe ganz viele Wassermänner in meinem Kundenpatientenkreis, auch in meinem Umfeld, ja? Und ich kann wirklich sagen, ich habe kein Problem mit Wassermännern. Absolut nicht, ganz im Gegenteil, ja? Aber Wassermann hat eine ganz negative Energie durch ganz viele Konflikte. Und hier ist es wichtig, in die Einsicht zu kommen. Wichtig ist, in dein Gleichgewicht zu finden, zurück zu deinem Sein zu finden. Schau mal, Wassermann, wir haben hier eine Legung, die sowas von konfus ist, genauso wie du selber auch bist. Schaut mal, die Legung fing eigentlich schon damit an, ja, im Spanischen, ich hatte die Karten nur ein bisschen bewegt vorhin, mit dem Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals sagt, du kannst alles verändern. Ein Karma, was zu Ende geht, ja, die Welt, die dir wieder zu Füßen legt, die geistige Welt, die bei dir ist, die Wunscherfüllung, die Kräfte, die du wieder sammeln kannst, du kannst das Rad umdrehen, du kannst heilen, du bist erleuchtet, du kannst deine Stabilität zurückfinden, deine Ängste überstehen, ja? Deine Unsicherheiten, wieder eine gute Mutter, ein guter Vater werden, diesen Freiheitsdrang, den Wassermänner haben, wieder neu entfachen. Aber was musst du dafür tun? In die Selbsterkenntnis gehen, in das Selbstgericht gehen, ohne dich zu strafen, in die absolut nackte Wahrheit ins Auge zu blicken und zu sagen, oh verdammte Axt, ja, ich habe echt Bock missgebaut. Oh Mann, ja, ich bin außer Rand und Band. Ja, ich habe mich auf etwas eingelassen, was ich nicht hätte machen sollen. Ja, ich streite mich viel mit meinem Partner. Ja, meine Kinder gehen mir gerade auf den Senkel. Ja, ich habe mich zurückgezogen von der ganzen Welt, weil ich einfach die Einsamkeit brauche. Ich brauche Ruhe, ich brauche was anderes. Ich habe Fehlentscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen kann. Die Pandemie hat mir das Genick gebrochen. Ja, diese Lockdown-Situationen, diese ganzen Problematiken, die von außen kommen, ja, wirken sich bei dir auch essentiell, finanziell, arbeitstechnisch und emotional aus. Das heißt, diese ganze weltweite Situation,
hat oder führt auch dazu, dass du emotional unzufrieden bist. Du kannst das Wunder im Februar gar nicht wirklich sehen oder annehmen, weil du geblendet bist. Ja, man kann nicht mehr raus, man kann keinen Sport mehr machen, man kann sich nicht mit Freunden treffen, ja, man kann in der Liebe nicht mehr so agieren, wie man möchte. Leute, passt auf, mit Menschen, die ihr im Internet kennenlernt, es kann eine versteckte Hinterlist dabei sein. Hütet euch davor, mit Ex-Partnern wieder in Kontakt zu treten, wenn es aus einer Notwendigkeit ist, aus Angst vorm Alleinebleiben. Überwindet alle Ängste. Wir haben hier 3 Ex-Beziehungen, die auffliegen können. Wir haben hier 3 Ex-Beziehungen, die ganz viel Schmerzen verursachen können. Ja? Wir haben hier 3 Ex-Beziehungen, die dich aus dem Rand und Band bringen werden, die dein Herz wirklich zerbrechen lassen, wenn du nicht anfängst, Grenzen zu ziehen. Wenn du nicht anfängst, in die Ehrlichkeit zu gehen, zu sagen, will ich das wirklich oder ist jetzt endlich mal Schluss und ich lebe mein Leben? Wo ist dein Freiheitswille? Der Wille ist da, aber dir fehlt es an Mut. Irgendwas in dir, Wassermann, lässt dich im Februar wirklich den Boden unter den Füßen verlieren. Du sehnst dich nach Liebe, du sehnst dich nach Aufmerksamkeit, du sehnst dich nach Geborgenheit, nach Verständnis, nach Glück, nach Bereicherung, nach Familie, nach Ruhe. Dass alles rund läuft, das ist eine Entscheidung. Wir haben hier doppelte Entscheidungen. Guck mal, wir haben hier den Turm, wir haben hier Fehler, die du immer wieder machst aus der Vergangenheit, dass du nicht gelernt hast, ja? Wir haben hier Untreue, Manipulation, Egos, Impulse. Leute, Wassermänner, ihr müsst im Februar nicht da durchgehen, wenn ihr anfangt, wirklich dem Tatsachen ins Auge zu sehen und zu heilen. Befreie dich von deinen Sorgen. Wassermann, du verdienst nicht dieses Kalvarium. Du verdienst nicht diese Unsicherheiten. Du kannst im Monat Februar, guck mal, wir haben das Rad des Schicksals, die Welt, die Sonne, die Liebenden, ja, wir haben den Narren, die Stabilität, den Stern, wir haben die Hohepriesterin, wir haben wir haben alles dabei. Das sind positive Karten, die dir sagen, du darfst den Monat Februar anders verbringen. Du darfst der Liebe ins Auge sehen mit richtigen Entscheidungen. Singles, ihr könnt jemand Neues treffen, aber hütet euch vor jemandem, den ihr im Internet kennengelernt habt, der euch womöglich das Blaue vom Himmel erzählen möchte. Achtet auf eure Entscheidungen. Tu dir nicht noch mehr Leid an, wie das, was du eh schon am Erleben bist. Finanzielle Blockaden, Gerichtsprozesse, ja? Unterhaltsgeschichten, Scheidungen, Affären, die dich emotional mitnehmen, die Partnerschaft, die dir auf den Senkel geht, wie gesagt, ja. Du hast so viele Blockaden, löse dich davon. Leute, Wassermann, wirklich, ich fühle gerade so extrem viel Schmerzen von euch, dass ich echt sehr, sehr berührt bin, weil ich mir denke, Wassermann, du brauchst das nicht. Deine Wünsche können sich erfüllen, du hast Probleme auf der Arbeit, ja, du hast finanzielle Probleme auf einmal. Weil diese ganzen externen Sachen, dass man dir an deine Freiheit geht, dass du dich nicht so entfalten kannst, wie du möchtest, macht dir auch emotional Probleme. Das heißt, Operationen werden aufgrund der Pandemie verschoben, weil die Krankenhäuser nicht mehr so agieren. Ja? Wir haben hier verschiedenste Lokalitäten, die nicht mehr aufhaben. Das engt viele Menschen ein. Und auch in der Partnerschaft gibt es deswegen Probleme, weil man sich mehr auf der Pelle hängt. Okay? Das Verständnis ist nicht mehr da. Wassermann, du kannst den Monat Februar entweder in der totalen Ruine, Depressionen, Erkrankungen, Erschöpfungen, emotional unausgeglichen sein, angefressen für jeden Kram, depressiv, dich zurückziehen, wirklich also total negativ verbringen, ja, was wir hier haben, schau mal, das haben wir hier, alles Negative, okay? Oder du kannst das Ruder rumdrehen und sagen, nein, ich lasse mich davon nicht verleiten, ich bin erwachsen, ich bin reif, ich möchte leben, ich möchte lieben. Ich möchte wirklich ein anderer Mensch sein. Ich möchte die beste Version von mir kennenlernen. Hinterfrage dich, was hat dich dazu geführt, dass du in diesem Loch bist? Warum triffst du immer falsche Entscheidungen? Warum ziehst du immer den gleichen Typen Menschen an? Warum fällst du immer auf die gleiche Energie rein? Was ist deine Baustelle, die dich nicht wachsen und reifen lässt? Leute, diese Legung hört sich knallhart an. Ja. Warum? Weil in meinen Legungen heute Sternzeichen Wassermann, eure Entscheidungen euch dazu geführt haben, schlechte Energien oder toxische Energien anzuziehen. Die müsst ihr aber nicht beibehalten. Befreit euch, ohne Angst was zu sagen, ohne Angst auch die Arbeit zu verlieren, ja? Ohne Angst auch mal ein weniger Geld zu haben, ohne Angst auch mal eure Kinder wieder zurechtzuweisen, ohne Angst zu haben, okay, ich bin jetzt ungewollt schwanger geworden, aber ich werde dieses Kind großziehen. Egal, was die Baustelle sein wird, Leute, ich könnte euch 30 Millionen Beispiele geben.
Okay, werde ich aber nicht machen, weil meine Legungen heute etwas verkürzter ausfallen werden, weil diese Energie von Wassermann im Februar sehr niedrigschwellend ist. Deswegen werden auch viele erkranken können, emotional und körperliche Gebrechen werden kommen können, weil eure Energie nicht richtig im Gleichgewicht ist. Erkennt eure Schwächen und animiert euch, eure Stärken wieder an den Tag zu legen. Redet mit Freunden, redet mit Therapeuten, redet mit euren Partnern, redet mit euren Kindern. Redet auf der Arbeit mit Klarheit und sagt, Leute, ich kann das so nicht. Ja? Bringt das Wechsel, guck mal, das Schicksal sagt, du hast alles vor dir. Wir sind dabei. Wir bieten dir so viele Möglichkeiten. Mach die Augen auf. Kehre in deine Reinheit. Kehre in deine Spiritualität, öffne dich, erkenne, dass du intern verantwortlich bist für die Situation, wo du dich gerade befindest. Kein anderer, du hast dich dazu geführt, also wache endlich auf. Wassermann, du bist ein toller Mensch, du bist eine tolle Energie, du hast so viel Power. Die geistige Welt versucht dir ständig Sachen zu sagen und du hörst nicht. Die Liebe, Singles, wie gesagt, aufpassen. Sexuelle, passionierte Momente wird es geben, schwerfällig, aber ja. Singles können in eine feste Partnerschaft gehen, ja, aber ihr seid noch irgendwie nicht wirklich bereit. Es gibt hier so viele Konflikte, die Singles erstmal lösen darf. Leute, Wassermann, wirklich, diese Legung ist sehr energetisch niederschwellend. Okay, du kannst in deine Stabilität kommen, trau dich bitte. Trau dich wirklich endlich in dich hineinzuhorchen und zu erfinden, nicht zu erfinden, zu erkunden, warum du so reagierst im Februar. Was hat dich so aus der Bahn geworfen? Warum lässt du das immer wieder zu? Ändere es, löse es. Weißt du nicht, wie das geht? Leute, schreibt mich per WhatsApp an. Okay, ich bin gerne bereit, euch in einer privaten Legung, in einer therapeutischen Legung, ja, eure Blockaden aufzuzeigen, Lösungswege zu geben, wie ihr endlich in eine höhere Energie kommt, wie ihr endlich diesen falschen Menschen aus eurem Leben verbannt und nicht immer wieder die gleichen Energien anzieht, wie ihr wirklich in die reine Liebe kommt, in die Selbstliebe. Bist du in der Selbstliebe, wird deine Energie hochschwingen, dann wirst du einen anderen Typen Menschen anziehen, dann wird auch deine finanzielle Situation besser verlaufen, weil du eine andere Einstellung zum Leben bekommst und zum Geld bekommst. Geh in die Dankbarkeit, verzeihe dir und verzeihe anderen, aber nehme endlich die Herausforderung des Lebens an, aus diesem Loch rauszukommen und das Schicksal anzugehen und wirklich in Liebe zu leben, in Erfolg zu leben. Du brauchst es nur zu machen, eine negative Entscheidung gegen eine positive Entscheidung zu ändern und das ganze Leben ändert sich. Okay? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat. Egal wie schwer es ist, geht es an, traut euch, haut mit der Faust auf den Tisch, lasst nicht zu, dass externe Sachen wie die Angst jetzt mit der Pandemie, mit der Freiheitseinschränkung, mit egal was es ist, mangelnde Aufmerksamkeit, egal was es ist, dass diese Energie euch nicht zu Boden zieht. Im Gegenteil, geht in die Affirmationen, raus aus negativen Energien. Es ist wichtig, dass ihr endlich aufwacht. Solange wie ihr in diesen Energien seid, wird im Monat Februar für viele der Berg untergehen, das Schiff untergehen und ihr werdet keinen Fuß fassen. Nein, das braucht ihr nicht. Leute, diese Legung, ja, an alle Kritiker, bitte, ihr braucht mir keine negativen Kritiken hinterlassen, ja, weil ich bin nicht verantwortlich für eure Entscheidungen und mein Tarot ist nicht verantwortlich für diese negative, für euch auffassende Legung, ja, es ist keine negative Legung, es ist eine harte Legung, es ist eine positive Legung, weil es euch zum Aufwachen bringen wird, es wird euch den Spiegel vor Augen halten, hier, guck mal, das ist der Spiegel, das ist euer Spiegelbild, das, was ihr im Monat Februar leben werdet, ist euer Spiegelbild, sind eure Reaktionen, sind eure Wahrnehmungen. Leute, bitte, geht wirklich und kehrt in euch. Der Februar wird euch wirklich zeigen, wie wichtig es ist, euch selbst zu erkennen, an euren Entscheidungen zu zweifeln, zu überdenken und frohen Mutes nach vorne zu schreiten und zu sagen, ja, ich will wieder heilen, ich möchte wieder der Mensch werden, der ich vorher war, ich möchte wieder lachen, warum? Weil das Schicksal möchte es so und die Welt liegt mir zu Füßen. Okay? Leute, ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Liebe. Ja, gebt euch einen Ruck. Schreibt mich auch für private Legungen an. Ich helfe wirklich total gerne. So viele zahlreichen Menschen, denen ich schon mein ganzes Leben lang helfe, durch meine Therapien, durch meine Legungen, durch mein Sein. Wirklich, das ist unglaublich. Ich sage ja, meine beste Freundin ist auch Wassermann und auch sie wird sich in dieser Legung mit Sicherheit identifizieren können. Ich drücke dich ganz lieb, Mel. Okay? Und ich möchte einfach nur, dass ihr wirklich wisst, dass meine Legungen prinzipiell immer ein Spiegelbild der Energien sind, die das Kollektiv, die ihr ausstrahlt. Okay?
Also Leute, fühlt euch lieb gedrückt, gebt dem Leben und die Liebe wirklich die Farbe, die ihr verdient und die ihr möchtet. Es liegt alleine an euch, an keinem anderen. Eure Intuition wird euch immer zum richtigen Moment zu mir, zu Alaina Tarot führen, wenn ihr bereit seid für eine Legung, okay, wenn ihr bereit seid, dieses Schiff wirklich über Wasser zu halten, wird euch euer Gefühl, eure Intuition immer zu mir führen. Schaut euch meine anderen Videos an, meine Videos sind zeitlos. Leute, es ist ganz wichtig, dass ihr an euch arbeitet, okay? Ihr verdient es wirklich, Wassermann, ihr seid Freigeister, ihr verdient es. Zweifelt nicht, sondern geht es wirklich ehrlich an, euch aus diesem Loch herauszuziehen, weil denkt dran, es ist der Spiegelbild. Es ist euer Spiegelbild, okay? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat. Danke für eure Likes. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt in meinen Kanal. Dass ihr meinen Kanal abonniert. Dass wir Hand in Hand, auch anhand diesen Legungen, Alaina Tarot noch größer wachsen lassen, okay? Und dass hier wirklich klar und deutlich erkennbar ist, wie wichtig es ist, dass wir Menschen auf dieser terrenalen Ebene klare und richtige und wertvolle Entscheidungen treffen für uns an erster Stelle. Okay, Wassermann, fühl dich gedrückt und wir hören uns. Bis dahin, bye.